Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ich war heute nochmal bei Action. Erstens wollte ich schauen, ob er noch komplettes Sortiment verfügbar ist, beziehungsweise ob es abgehängt ist, aber bei uns war Gott sei Dank alles verfügbar, weil ich diese Stanzen haben wollte. Und zwar gibt es da von der Serie von Lovecraft anscheinend schon wieder eine neue Serie. Die habe ich gesucht, die gab es leider nicht. Und ich habe die Randstanzen gesucht. In den Randstanzen habe ich 3 Stück bekommen, die zeige ich euch gleich. Und diese Blöcke wollte ich haben. Unter anderem gehört ein Set der lieben Sabine. Wir können ja mal alle durchschauen. Und zwar ist das so ein Block. Da sind verschiedene Papiere drinnen. Beidseitig bedruckt. Also irgendwie ist das mit dem Licht heute nicht so. Ja, sieht man auch nicht wirklich besser. Die habe ich jetzt auch schon seit längerem besucht. Die waren letztes Mal, wo ich da war, waren sie aus. Und diesmal lagen sie ganz woanders. Also anscheinend haben die so viel Bastelsach bekommen, dass das an mehrere Stellen aufgeteilt wird. Gerade so als Kartenaufleger ist das gar nicht so schlecht. Gucken 4 Stück raus. Finde ich super. Und lässt sich auch leichter zu schneiden. Ich habe so einen Hebelschneider von Tim Holz, glaube ich, ist der. Und da lassen sich die Papiere leichter schneiden. Hier sind so Kärtchen in der Größe von ATCs, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, kann das sein? Ja, ich glaube, das ist passend zu den Papieren vorne. Dann haben wir hier Ausstandsteile und nochmal solche. Und dann kommen nochmal Ausstandsteile. Moment, ich schiebe mal darüber. Das ist ganz nett. Hase, niedlich. Die sind ja auch süß. Der ist ja niedlich. Richtig niedliche Sachen dabei. So. Das war der erste Block. Wie gesagt, Kosten tun sie 1,79. Dann haben wir den hier. Da passe ich jetzt am besten die Papiere auf. Wie gesagt, ich glaube, dass die kleinen Kärtchen hinten von den Papieren sind. Auch einfarbige finde ich sehr toll. Ich finde es immer ganz gut, wenn beide bedruckt sind, beide Seiten. Dann kann man nämlich einige, was man nicht so toll findet, dann einfach bekleben. Beziehungsweise die andere Seite dann für oben verwenden. Schaut schon ein bisschen herbstlich aus, finde ich, von den Farben. So, jetzt haben wir hier wieder die Ausstandsteile. Ja, ja, ich glaube, das ist. Ja, das sind die Papiere in ganz klein. Nochmal Ausstandsteile. Genau, dann kommen noch mal solche. In der Größe von den ATCs. Und da haben wir dann noch mal so Ausstandsteile. Hase von hinten. Also das schaut nicht gesund aus. Würde mein Hase so irgendwo rumliegen, dann würde ich mir echt Sorgen machen. Sind die gläschert aus wie unser Hase. Noch mal einer von hinten. So, das war der zweite. Dann haben wir den hier. Der schaut fast so
Ach, okay. Zum Thema Essen würde ich sagen. Grillen. Macker raus. Und Kaffeetassen. Schuppen. Nochmal Makaros. Ein kariertes, das ist schön. Das sieht man, glaube ich, nicht so gut. Das ist so ein bisschen, schaut so ein bisschen aus wie Wasserfarben. Schaut aus wie so Spritzteile. Makaros. Kariertes Papier. Das ist schade, finde ich. Das ist nicht richtig. Das hat es ein bisschen verzogen. Waren jetzt dann gleich die Papiere. Das ist auch schön. Schaut so ein bisschen aus wie von den großen 30x30 Blöcken. Das ist super. Das schaut richtig cool aus. Also das ist bis jetzt der schönste Block. Der gefällt mir bis jetzt am besten. Von den Farben her. Ja. No, jetzt kommt es aber ein bisschen durcheinander. Einmal so ADC-Größe, einmal Ausstandsteile. Ach, jetzt habe ich es gar nicht so gehabt, dass ihr es sehen könnt. Nochmal schnell. Sorry. Mit Erdbeeren. Auch schön. Also ich finde das toll, das ist so ein Block, wo man die großen Papiere näher nehmen kann und die kleinen für ATCs oder so. Und dann so Ausstandsteile mit dazu, finde ich schon klasse. Wieder Donuts. Marco raus. Kriegt man gleich Hunger. Eis. So, das war der Block. Und huch, das ist der letzte. So, den legen wir mal so hin, dass ihr die Rückseiten auch sehen könnt. Also wie gesagt, ich finde es toll, wenn eine Seite so bedruckt ist mit Blumen oder so oder Punkten und die andere Seite dann einfarbig. Für jeden was dabei. Bienen. Auch toll. Giraffen. Schweinchen. Ich wollte euch eigentlich heute noch den Koffer zeigen mit den Washi-Tapes, aber ich glaube, das werde ich in einem extra Video machen, weil so wie es ausschaut, ist mein Akku. Ist dann gleich leer. Ich hoffe, dass ich das alles noch drauf kriege. Sind auch kleine Beeren, Enten. Überschieben. Ich finde, da sind schon wieder so herbstliche Farben mit dabei. Müsste man mal ausmessen, ob das die Größe von den ATCs hat. So, da kommen wir wieder zu den Standsteilen. Also mich wundert es ja, dass der Action offen hat. Das ist echt alles ein bisschen verwirrend. Die einen haben offen, die anderen haben nicht offen, die anderen haben nur mit Termin, die anderen haben ohne Termin. Ich verstehe es nicht, warum es nicht alle einheitlich aufmachen. Das war der Block. Dann habe ich noch die Stenzels mitgenommen. Die Deko-Stenzel, habe ich die vier Sorten mitgenommen. Einmal die hier, einmal die hier, dann sind da die fünf und die fünf.
So, das sind, wie vorher schon gesagt, die Randstanzen. Da habe ich leider nur 3 gekriegt. Da gibt es, ich glaube, 8 verschiedene. Kosten tut ein Päckchen 1,29. Ich habe die bekommen. Die hier. Und die hier. Falls jemand zufälligerweise die anderen 5 übrig haben sollte und nicht weiß, wohin, ich würde sie gerne nehmen. Dann habe ich noch dieses Washi-Tape nochmal mitgenommen. Das andere nehme ich zum Aufheben einstweilen und das werde ich zum Verarbeiten hernehmen. Das kostet 2,99. Dann habe ich so einen Selfie-Stick mitgenommen, aber eher nicht, also nicht zum Selfies machen, sondern eher zum Filmen. Gerade wenn ich auf dem Schreibtisch was filme, was zu groß ist, dann würde ich gerne auf dem Boden umsiedeln und deswegen habe ich mir den mitgenommen. Der kostet 3,49. Dann habe ich das da mitgenommen. Das ist so ein Reinigungsset für Bildschirme, also für Handys, Laptop. Das Set hat 1,99 gekostet. Dann habe ich die Stifte wieder mitgenommen. Da kostet ein Set 79. Und zwar mache ich die auseinander und kann die individuell dann beschriften, entweder mit Namen oder mit anderen Mustern oder ja, ich kann es euch mal zeigen in einem der nächsten Videos. Richte ich mal was her. Dann habe ich diese Tasche noch mitgenommen. Die kostet 89. Und zwar habe ich die mitgenommen für diese Stifte. Die sind neu. Da kostet ein Set 1,49. Und wie hinten drauf steht, sind es Oberflächenmarker, geeignet für verschiedene Untergründe wie Papier, Textil, Metall oder Holz. Und die werde ich auch mal ausprobieren. Da gab es, glaube ich, nur die 4 Sorten. Also ich habe das ganze Fach durchgesucht, aber da habe ich nur die 4 gefunden. So, das war mein kleiner Action-Haul. Wie gesagt, das Video mit dem Washi-Tape werde ich auf morgen verschieben. Ich wollte eh noch ein Video drehen mit den Stanzen. Wo sind sie denn? Ich habe gestern nämlich eine Karte mit der Stanze gemacht. So eine Schüttelkarte. Aber da ist der Zwischenraum zu flach. Also die können nicht richtig rumshakern. Deswegen wollte ich mit dem anderen Washi-Tape, mit dem anderen Abstandsband, 3D-Band, wollte ich noch mal welche probieren. Und zwar aus den beiden. Genau. Das richte ich heute Abend alles her. Und dann zeige ich es euch morgen. So, das war jetzt mein Action-Haul. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bleibt's mir alle gesund. Bis dann. Servus.